Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Die sieht ganz gut aus. Oh ja, oh, die ist vor allem aber verdammt schwer, meine Güte. Ich habe eine Uhr am Arm, die hat mir jemand mitgebracht und das ist mein heutiger Gesprächspartner, auf den ich mich noch mehr als freue, weil es ist nämlich eines meiner Lieblingsthemen, über das wir heute sprechen. Uhren. Uhren, nicht Huren, sondern Uhren. Philipp Nitsche ist heute bei mir. Herzlich willkommen in der Blauen Stunde. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Das ist uns auch eine Freude, dass du hier bist, denn du bist Uhrmacher, richtig? Und ja, sogar Uhrmachermeister. Uhrmachermeister, deswegen ist es ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich interessiere mich auch für Uhren sehr. Viele neuerdings interessieren sich für Uhren. Das ist ja ein Trend der letzten Jahre, dass Männer den Schmuck entdeckt haben. Und du wirst uns sicher einiges darüber erzählen können und ich bin mehr als gespannt, was das sein wird, was du erzählst. So, ich beschreibe den Zuhörern mal, wie es hier aussieht. Du hast eine Kiste voll Uhren mitgebracht. Viele Taschenuhren sehe ich, einige Armbanduhren, eine Damenuhr, eine ganz kleine und eine, die du mir sozusagen ausgesucht hast, weil ihr geknobelt habt, welche Uhr würde dem Serdar passen, nämlich eine wunderschöne Omega Seamaster, richtig? Genau, ein Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph. Die James-Bond-Uhr ist das eigentlich, ne? Oder meine ich, hätte ich das mal gesehen? Nee, also James Bond hat immer so Dreizeigeruhren gehabt in seinen Filmen. Und Omega bringt auch natürlich jedes Mal eine neue Special Edition raus. Letztes Mal war es die Aquaterra, ne? Ich glaube, ja. Mhm. So, bevor wir uns jetzt verlieren in Fachsprache und die Leute gar nicht mehr wissen, worüber wir reden, fangen wir erstmal mit dem an, was Basics ist. Nämlich, du bist Uhrmachermeister. Genau. Ein Beruf, den man heute häufig noch lernt oder muss man da suchen, bis man eine Ausbildungsstätte bekommt? Ja, also das war in Berlin außerordentlich schwierig. Irgendwann hatte ich den Entschluss gefasst, ich möchte das gerne lernen. Und es fand sich in Berlin wirklich keiner. Also die alten Uhrmacher, die es in Berlin noch gibt, die hatten da wirklich keine Lust drauf. Einer sagte, um Gottes Willen, kann ich mich gleich einsagen lassen, wenn ich jetzt noch einen Lehrling nehme. Also das war echt schwierig. Und irgendwann auf dem Trödelmarkt am Ostbahnhof habe ich einen jüngeren Uhrmacher getroffen. Und der sagte, geh doch nach Glashütte, dort gibt's eine staatliche Uhrmacherschule. Da kannst du bestimmt die Ausbildung machen. Und da war ich ein bisschen verunsichert, weil ich in Mathe sehr schlecht war. Ich hatte da immer eine 5. Und er hat mir aber diese Verunsicherung genommen. Er hat gesagt, die nehmen jeden. Die sind schon froh, wenn jemand sich für den Beruf begeistert. Und so war es auch. Und konnte dort die Lehre machen. Im tiefsten Sachsen, das war schon... Sachsen-Anhalt. Nee, richtiges Sachsen. Also so die Gegend, wo sie dir mal auf die Bühne gestiegen sind, Dippoldeswalde und so. Also... Schon so an der Grenze zu Tschechien, 40 Kilometer von Dresden entfernt, da habe ich die Ausbildung gemacht. Im Erzgebirge irgendwo. Genau, genau. Ist der Wunsch, Uhrmacher zu werden, einer, den man von Kindheit an hat oder kam der irgendwann? Das ist ganz langsam gewachsen per Zufall. Also ich war mit meiner Urgroßmutter auch auf so einem Flohmarkt mal unterwegs. Urgroßmutter mit H geschrieben, ne? Ja, so ungefähr. Und haben für sie nach Wolle geguckt. Die hat leidenschaftlich gerne gestrickt. Und da ist mir so eine russische Taschenuhr über den Weg gelaufen. Eine Raketa. Eine Molnja. Aha, okay. Ja. Und so fing das mal an. Da war ich, glaube ich, 9. Und Stück für Stück hat sich das so entwickelt. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann hast du gelernt, irgendwo im Erzgebirge, das Kaff, Namen weißt du noch? Glashütte heißt das. Ach so, da in Glashütte? Genau. Ist das nicht in Sachsen-Anhalt? Nee. Ich meine, Glashütte wäre doch irgendwo in Sachsen-Anhalt. Nee. Ach, ich dachte immer, das wäre in Sachsen-Anhalt. Weil nämlich in den Glashütte-Uhren dieses SA immer dahinter steht. In Sachsen. Ah, alles klar. Das siehst du, da habe ich was dazugelernt. Dann warst du also auf einer renommierten Uhrmacherschule. Der renommiertesten in Deutschland überhaupt, oder? Also du musst dir das so vorstellen, dass da gibt es ja diese großen Betriebe, ne? Die großen Namen Glashütte Original, Alange und Söhne, wie sie nicht alle heißen, Totemamühle, Union auch. Und da gibt es aber auch eine ganz normale staatliche Schule
wo die Lehrlinge von diesen Betrieben zur Berufsschule gehen, aber diese Schule bildet auch in Vollzeit aus. Und ich habe die Vollzeitausbildung gemacht. Also wir waren so die Ghetto-Kids sozusagen, ne? Nicht bei so einem renommierten Betrieb untergekommen, sondern wir haben richtig an so einer staatlichen Schule gelernt. Aber das war lustig. Und woher kommt die Uhrmacher-Tradition? Wie kommt die nach Sachsen? Das war eigentlich mal ein Aufbauprogramm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also das war ja früher eine Bergbaugegend und irgendwann mal waren ja auch die ganzen Vorkommen erschöpft. Und dort hat sich sozusagen der damalige König, jetzt weiß ich nicht genau den Namen, dazu entschlossen, eine riesengroße Förderung in diese Gegend zu schieben. Mhm. Und der Firmengründer von Erlang und Söhne, der Adolf Lange, hatte das beantragt. Also der hatte in Dresden Uhrmacher gelernt und wollte diese Uhrenfabrikation in Glashütte installieren. Mhm. Und so ist das gekommen. Aber da bin ich nicht so gut bewandert. Ja, musst du ja nicht. Wir reden ja hier frei. Da kannst genau. du auch ruhig mal den ein oder anderen Fehler machen. Das nimmt dir keiner übel. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Thema Uhren. Also du hast dich damit ja wahrscheinlich ausgiebig beschäftigt. Heutzutage sind Uhren Statussymbol. Das hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal verändert oder es ist mehr geworden. Nimmst du das auch so wahr? Absolut. Ich arbeite ja in Berlin in einem Start-up. Also wir haben einen An- und Verkauf mit Luxusarmbanduhren. Das ist ein Internetgeschäft. Und das merkt man einfach an den Umsatz, also an der Art und Weise, wie viele Uhren doch im Monat auch bearbeitet werden müssen, renoviert werden müssen, instand gesetzt werden müssen. Und das ist schon immer ein stetiger Zuwachs, jemand da. Jetzt gibt's aber, glaube ich, keine Branche oder keinen Markt, auf dem die Bereitschaft, viel Geld zu bezahlen für etwas, was man technisch vielleicht gar nicht durchleuchten und durchschauen kann. Es gibt keinen Markt, bei dem das so weit verbreitet ist wie der Uhrenmarkt. Ich sag mal, so eine Breitling, die heutzutage zwischen 5.000 und 15.000 Euro kosten kann, die hat eigentlich ein sehr gewöhnliches ETA-Werk wahrscheinlich, was vom Wert, klär mich auf, weit unter dem liegt, was diese Uhr kostet. Und trotzdem ist sie so sehr Statussymbol, dass die Leute nicht danach fragen. Ist das auch etwas, wo du sagst, ja, die Leute lassen sich verarschen beim Uhrenkauf? Ja, da muss ich genau darauf achten, was ich sage, weil die Schweizer Uhrenindustrie ist ja eigentlich wie eine Mafia-Organisation. Nicht, dass ich morgens aufwache und ein Pferdekopf neben mir im Bett liegt, weißt du? Also das ist tatsächlich so, dass der Druck auch in der Uhrenindustrie auf dich als Uhrmacher da ist, da bloß nicht zu verraten, was im Hintergrund passiert? Ach naja, ich bin schon so oft angeeckt, also... Aber was ist mit meiner Frage? Also man muss das jetzt wieder den Zuhörern erklären. Ja, natürlich. ETA-Laufwerke sind industriell hergestellte Laufwerke, glaube ich, ne? Genau. Die relativ günstig sind und in teuren Luxusuhren sind manchmal diese ETA-Laufwerke, die ja nicht schlecht sein müssen. Aber sie stehen in keinem Verhältnis zum Preis der Uhr. Das ist schon richtig, was du da sagst. Du wirst gerade sehr einsilbig, merke ich. Also die ETA-Werke, die gibt es erstmal in verschiedenen Qualitätsstufen zu kaufen. Da kann man schon mal durchaus einen Preisunterschied festmachen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Aufbau so einer Uhrenmark und das Ganze drumherum 10-mal mehr ausmacht als manchmal der technische Wert einer Uhr. Und jetzt hast du gerade dieses Unternehmen Breitling angesprochen. Ist übrigens unter Uhrmacher eine absolute Hassmarke, ja, weil die Gehäuse so kompliziert aufgebaut sind und daran gerne auch mal was kaputt geht. Und da ist es schon so, dass natürlich sich der Uhrmacher auch fragt, ja, warum kostet jetzt diese Uhr 2000 Euro? Aber grundsätzlich, die Frage stellt sich ja nicht. Also der Uhrenmarkt ist ja fast so verrückt wie der Kunstmarkt teilweise. Ja. Darüber reden wir gleich weiter. Wir müssen zwischendurch ein bisschen Musik hören. Buddy Hollys Brille von den Ärzten. Heute bei mir im Studio ist Philipp Nitsche und wir reden gleich noch viel über Uhren. Wird Buddy wieder für uns singen? Philipp Nitsche ist bei mir im Studio und wir reden über Uhren. Du bist ausgebildeter Uhrmacher, Meister. Und bevor wir uns jetzt zu sehr im Detail verlieren und Leute, die keine Ahnung davon haben, erklären wir mal überhaupt, wie eine Uhr funktioniert. Es gibt Taschenuhren und es gibt Armbanduhren, richtig? Ja, also die Funktionsweise ist eigentlich fast immer gleich. Was brauche ich für eine Uhr? Eine Feder. Du brauchst eine Feder, du brauchst, sagen wir mal, 3-4 Zahnräder. Etwas, was dieses Räderwerk daran hindert,
einfach so frei abzulaufen. Also im Uhrmacherjargon sagt man dazu Hemmung. Und ein Schwingsystem, also etwas, was die Zeit ganz genau einteilt. Bei einer Großuhr ist das ein Pendel, bei einer kleineren Uhr wie einer Taschenuhr oder auch einer Armbanduhr die sogenannte Unruh. Genau, ja. Das ist das Herz der Uhr, genau. Das hält die Uhr sozusagen am Ticken, am Leben. Ja. Dann gibt es unterschiedliche Uhrvarianten. Es gibt die automatischen Uhren. Das sind Uhren, die sich selbst durch die Bewegung des Handgelenks wieder aufziehen. Und es gibt Quarzuhren, die haben einen Quarzstein. Die laufen, glaube ich, oder? Sag, korrigier mich, du guckst so, als würde ich es falsch sagen. Also wir fangen mal kurz von vorne an sozusagen. Ja, ja. Es gibt die ganz normalen Uhren, die man einmal am Tag aufzieht und dann laufen die ab. Dann gibt es diese Uhren mit dem automatischen Aufzug. Die haben also noch eine zusätzliche Baugruppe, meistens mit einer Schwungmasse, die hinten in der Uhr drin ist. Und durch diese Handbewegung zieht sich denn die Uhr auf. Ähnlich wie bei einem Dynamo am Fahrrad oder so gibt es so verschiedene Mechanismen. Und dann gibt es die Quarzuhr. Dort wird ein Quarz zum Schwingen gebracht. Und diese Schwingungen werden dann wieder unterteilt und damit wird dann ein kleiner Motor angesteuert, der dann sozusagen in einzelnen Schritten die Uhr laufen lässt. Mhm. Das ist sehr genau. Also bevor die Armbanduhr kam, war die Taschenuhr da. Das war sozusagen das Accessoire des feinen Mannes. Das hatte er in der Jackentasche gehabt. Wodurch hat dann die Armbanduhr so einen Aufschwung erlebt? Was war der Grund dafür? Das hat was, glaube ich, mit Militär zu tun. Genau, also das fing im Ersten Weltkrieg an und speziell für die Flieger, die brauchten eine Uhr, die sie am Handgelenk tragen können, die sie immer schnell ablesen können. Und da hat man die ersten Armbanduhren aus Taschenuhren gebaut, also das heißt an so einem Taschenuhrengehäuse irgendwelche Bügel angelötet und schnell ein Lederband drumrum gemacht. Und das waren eigentlich so die ersten gängigen Armbanduhren. Tatsache gibt es aber auch schon Armbanduhren, die sehr viel früher entstanden sind, so im 18. oder sogar im 17. Jahrhundert. Für feine Damen gab es da auch zwei, drei Uhren, die gebaut wurden mit einem ganz prunkvollen Armband. Aber wirklich so im heutigen Sinne ist das schon im Ersten Weltkrieg so entstanden. Wie kommt es, dass in der Schweiz, besonders in der französischsprachigen Schweiz, sich so viele Uhrmacher niedergelassen haben? Die großen Firmen sitzen ja, Rolex zum Beispiel in Biel, Jaeger LeCoultre am See, ich weiß nicht, welcher das genau ist, Lausanner See. Wie kommt das? Warum ist die Schweiz so ein Zentrum für Uhrmacher geworden? Das hat eigentlich was mit diesem Bergen und der Landschaft zu tun, Tatsache, genauso wie in Glashütte. Die Schweizer, das waren eigentlich Bauern, ja, und irgendwann ist das entstanden, dass die ja im Winter eine Beschäftigung brauchten. Und dann hat das angefangen, dass die solche Tischuhren gebaut haben, diese berühmten Neuenburger Pendülen. Und so ist das dann nach und nach entstanden, dass sich dort eine Uhrenindustrie angesiedelt hat. In Deutschland war das im Schwarzwald, ne, die bekannten Kuckucksuhren, genau. Ist im Schwarzwald. Aber es gibt auch renommierte deutsche Firmen, also das weißt du besser als ich. Die Junker ist ja eine oder die Sinnuhren aus Frankfurt. Dann gibt es, glaube ich, noch, was haben wir noch im Schwarzwald? Dugena ist eine ganz alte Marke, aber die ist jetzt nicht so unbedingt als Edeluhr bekannt. Also eine Marke, die sich gut in die neue Zeit gerettet hat, möchte ich mal sagen, ist die Firma Junkans. Zum Beispiel. Max Bill ist, glaube ich, von Johanns, ne? Das genau. Modell. Das heißt also, dort, ganz einfache Erklärung, wo die Leute nichts zu tun hatten im Winter, haben sie angefangen, Uhren zu bauen. Ja. Und die Schweizer, wie sie also sind, die sind eigentlich die Chinesen von damals gewesen. Also der Hotspot im Uhrenbau, das war England. Die Schweizer haben dann echt angefangen, englische Uhren zu fälschen. Also man spricht heute dann von Swiss Fakes. Das sind Taschenuhren, die ganz toll aussehen, aber überhaupt nicht diesen Qualitätsstandard der Engländer hatten. Und das ist ganz witzig, ne, wenn wir uns heute über die Chinesen aufregen und man eigentlich weiß, dass die Schweizer damals die Chinesen sozusagen waren. Ich könnte mich immer darüber totlachen. Was ist der besondere Reiz an den unterschiedlichen Uhren? Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube Seiko hat die erste Quarzuhr erfunden oder hat sie zumindest massentauglich verbreitet.
Da ist ja klar, eine Quarzuhr ist sehr genau. Eine Quarzuhr funktioniert, ohne dass man sie aufziehen muss. Und irgendwann, wenn die Batterie leer ist oder was auch immer, dann füllt man nach, dann geht's wieder genauso weiter wie vorher. Bei einer automatischen Uhr gibt's ja, das nennt man Ganggenauigkeit, ne, gibt's ja Unterschiede. Eine automatische Uhr kann ja am Tag, glaub, bis zu 3 Sekunden nach oder vorgehen. Oh, es gibt auch Uhren, die gehen 30, 40 Sekunden am Tag. Pro Tag, ja. Was ist dann der Reiz? Also man hat einen Zeitmesser, der ungenau ist. Ist das die Technik, die in diesem Zeitmesser steckt? Also teilweise auf jeden Fall. Es gibt ja Uhren, die zum Beispiel so einen Glasboden haben und dann kann man sich dieses Uhrwerk durch den Glasboden anschauen. Das ist ja ein kleines Kunstwerk oft. Also es ist dann... Man trifft ja damit eine Aussage, genauso wie viele unserer Hörer heute ja auch vielleicht eine Vinylplatte nachher auflegen. Vinyl braucht heute kein Mensch, es gibt ja MP3 und. Aber so eine Vinylplatte, das hat Stil und man beschäftigt sich mehr damit. Man geht das Ganze bewusster an. Mhm. Also die Omega zum Beispiel, die du mir mitgebracht hast, ja. Ich glaube, man nennt die Höhe einer Uhr Kaliber, ist das richtig? Nee, die Kaliber ist Tatsache das Uhrwerk, was in der Uhr. Genau, das Kaliber ist das Uhrwerk, aber das bestimmt sozusagen die Höhe des Gehäuses. Das durchaus, ja. Die ist sehr hoch. Also ich habe ja eben sie am Arm gehabt und habe gesagt, die ist mir ein bisschen zu massig, zu klobig. Gibt's Trends, was Uhren angeht? Also heute, ich glaube 44 Millimeter ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Auch bei Frauen, dass sie mittlerweile Männeruhren tragen. Gibt's da Trends? Also absolut, in den letzten Jahren wurde das... sehr groß, die Uhren sind irrsinnig groß geworden. Dann gab es in den letzten 2 Jahren so einen ganz komischen Trend mit Bronzeuhren. Und jetzt geht's wieder doch in die klassische Richtung. Also, dass die Uhren nicht mehr so groß sind, dass eine Herrenuhr, sagen wir mal, einen Durchmesser von 40 Millimetern hat und vielleicht auch eine Damenuhr einen Durchmesser von 36. Also mehr Bescheidenheit einfach. Den Bronzetrend habe ich auch mitbekommen, Tudor. Ich war auf der Baselworld vor 2 Jahren. Ja. Tudor räumt ja da alle Preise ab, die man abräumen kann. Das ist die Tochtermarke von Rolex, die etwas günstigere. Und da ist mir auch aufgefallen, Bronze ist das Material der Zeit gerade, ne? Warum ist das so? Keine Ahnung, ich bin mir da echt unsicher, weil ich meine, Bronze sieht irgendwann mal eklig aus und das fängt auch irgendwann mal an zu stinken. Und wenn du als Uhrmacher dann da den Service dran machen musst und denkst, mein Gott, hat der damit im Klo gebadet oder was? Das sind immer, also bei manchen Trends weiß ich nicht, woher die kommen, Tatsache. Ja? Das werden wir gleich weiter hinterfragen. Goldfinger Shirley Bassey, das hat auch was mit Uhren zu tun, das ist nämlich Musik von James Bond. Und da hat man ja auch immer im Laufe der Jahre, wie du sagst, die passende Uhr zum passenden Bond erfunden, richtig? Und damals war es noch eine Rolex Submariner. Das ist auch der Grund, warum die blöde Uhr so teuer heute ist. Die verkauft sich aber immer noch unheimlich gut, gerade die neuen Modelle, ne? Schubkarrenweise. 8.500 Euro, glaube ich, kostet eine, ne? Ja. So im Schnitt, Stahlband. Na, gut, dass du hier bist. Haben wir endlich jemanden, mit dem wir über mein Lieblingsthema sprechen. In der Blauen Stunde, Philipp Nitsche, wir reden gleich weiter und hören jetzt erstmal Goldfinger von Shirley Bassey. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Die Musik übrigens ist auch von meinem heutigen Gast, Philipp Nitsche. Wir haben eben Goldfinger gehört und auch alle weiteren Titel, die wir heute hören werden, hat mein Gast Philipp Nitsche, der Uhrmachermeister ist, ausgesucht. Wir haben also festgestellt, eine Uhr ist ein technisches Meisterwerk. Viel filigrane Arbeit. Kannst du eine Uhr bauen? Ja, definitiv. Also ich könnte dir den Auftrag geben, mir eine Uhr zu bauen. Ja. Es gibt ja Firmen, kennst du Schäuble und Söhne aus Karlsruhe, die sowas, die Manufakturuhren professionell anbieten. Also du kannst sozusagen bestimmte Segmente zusammenstellen und dann bauen die das zusammen. Ist das ein Service, den du auch anbietest oder entwickelst du die Uhr sogar? Also gut, wir haben in der Uhrmacherschule auch gelernt, Tatsache einzelne Baugruppen zu zeichnen und zu konstruieren. Und für das Meisterstück, was ich bauen musste, das ist eine Uhr, die ich auch Tatsache selbst gebaut habe. Dieses Zusammenstellen und Veredeln von eigenen Uhren, das mache ich auch öfters. Das ist mein Ausgleich zu der Arbeit, zu diesen vielen Luxusuhren, dass man auch selber was entwickelt. Ich habe natürlich rein zufällig auch eine Uhr von mir mitgebracht. Oh ja, bin ich sehr gespannt. Mhm.
Können wir auch gerne nachher mal fotografieren. Wir gehen gleich deine Uhren auch durch und wir fotografieren die auch. Das muss man machen, weil die sind sehr, sehr schön, die du mitgebracht hast. Aber erzähl mir noch mal was zum Vorgang des Uhrenbauens selbst etwas. Ja, gerne. Also, die Feder brauchen wir. Wir brauchen diverse, was brauchen wir noch? Die Zeiger müssen wir haben, das Glas. Das müssen wir haben. Heutzutage gibt es so sehr, sehr gutes, bruchfestes Glas. Das war früher anders. Dieses Saphirglas. Das Saphirglas, das fast irgendwie stoßfest ist. Wasserdicht muss eine Uhr sein. Ja. Also eine Krone brauchen wir auch. Und dann setzt du diese Teile so zusammen nach einem gewissen Prinzip. Ist das sehr kompliziert? Man muss es ja studieren. Naja, also man muss es lernen. Ne? Hm. Studieren musste ich es nicht. Aber grundsätzlich, das kommt drauf an, was der Kunde alles möchte. Wenn das natürlich eine Uhr ist, die mehrere Funktionen haben soll, kann Komplikation das, nennt man genau, das, ne? Genau, also die Komplikation, dann kann das sehr kompliziert werden. Mhm. Also Komplikation, ich muss es immer übersetzen, zum Beispiel jetzt der Chronograph, den du mitgebracht hast, der hat eben die Komplikation, dass es nicht nur ein Zeitmesser ist, linear, der die Stunden misst, sondern du kannst auch eine Stoppuhr laufen lassen, die gegen den Mechanismus der anderen Messung läuft sozusagen. Exakt. Richtig? Deswegen Komplikation. Genau. Und so das kann man also auch bestellen. Ich kann ja auch sagen, ich will eine Uhr, die das Datum hat, die die Tage anzeigt, die eine Stoppuhr ist, also wirklich viele Funktionen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und die Herausforderung für dich ist dann, die so flach zu bauen, wie Patek Philippe oder wer sonst, dass es am Ende so aussieht, als wäre da gar keine Technik drin? Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ist es so, wenn man Uhren sehr flach baut, dann sind die auch recht anfällig. Mhm. Und gerade bei Patek Philippe ist es ja so, als du 2016 im Radio 1 Parkfest diese Nautilus getragen hast, da musste ich ja richtig schmunzeln, ist eine Uhr, die extrem flach ist, trotzdem eine Automatik ist, aber das macht so eine Uhr auch anfällig und das mache ich nicht. Also dann weise ich schon den Kunden darauf hin, dass denn die Uhr eine gewisse Bauhöhe hat. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, dass wenn ich mal nicht mehr bin oder von einem Bus überfahren werde, auch vielleicht ein anderer Uhrmacher das gut und bequem reinigen kann und überholen kann. Also den Anspruch habe ich dann schon. Der Kunde soll auch länger was davon haben. Uhren müssen ja auch nicht immer unbedingt teuer sein, um gut zu sein. Absolut. Das wirst du mir als Uhrmachermeister bestätigen. Absolut. Da haben wir wieder das Problem, dass natürlich die Uhren mittlerweile auch ein Statussymbol sind und die Leute bewusst viel Geld zahlen wollen, damit man erkennt, dass sie sich's leisten können. Ja, also es ist ganz witzig, da gibt es so zwei Gruppen von Menschen, ne? Die Leute, die wirklich eine dicke Rolex Daytona tragen, Rainbow für 250.000 Euro, die Uhr blitzt und blinkt. Mit Diamanten und allem drum und dran. Genau, wie in Las PDD. Vegas. Genau. Dann gibt es aber auch Uhren durchaus für 50.000, 80.000 Euro von sehr renommierten Marken, denen sieht man das absolut nicht an. Die Uhr ist also eine Art Geheimsprache. Absolut. Das heißt, wenn du Leute siehst, so wie zum Beispiel auch Schuhe oder Gürtel, dann kannst du Stil erkennen. Absolut. Was definitiv ist für dich das Stilvollste, was ein Mann in meinem Alter tragen könnte? Durchaus, wo ich damals dieses Radio 1 Parkfest, also wo sie dich, der Volker Wiebricht und der Robert Skupin sozusagen bei Radio 1 eingeführt haben. Und du hast und ich die ja auf ihre Uhr angesprochen. Genau, du hast sie auf ihre Uhren angesprochen, den Volker Wiebricht auf seine Nomos für so 1.500 bis 2.000 Euro, den Skupin auf seine Sinn. Und ich musste so lachen, weil er selber trägt eine Patek Philippe, die ungefähr, weiß ich nicht, 100 Mal so viel, na 100 Mal nicht, aber die wirklich sehr, sehr viel Geld kostet, so viel verdiene ich einmal im Jahr oder fürs ganze Jahr. Und das war, aber es ist eine sehr stilvolle Uhr, nicht? Also man sieht es eher. Also habe ich einen Eindruck auf dich gemacht. Aber absolut, sonst hätte ich ja nicht an deinen Redakteur geschrieben. Na, die Skupin-Uhr ist ja einer, das ist ja ein Pseudo-Chef sozusagen, der sich durch die Uhr aufwerten will. Nein, natürlich nicht. Sinnuhren sind ja tolle Uhren. Aber, das müssen wir, glaube ich, auch erzählen, mittlerweile sind das ja nicht mehr die Manufakturen, so wie früher, kleine Firmen, sondern eigentlich sind diese Märkte ja aufgeteilt unter den großen Holdings. Die größte ist die Swatch Group und wenn man mal aufzählt, was da alles zugehört, Longines, Omega ist die Luxusmarke von Swatch. Breguet gehört zu Swatch, aber auch Tissot, also viele Untermarken, die unter diesem einen Dach sind. Das muss aber auch nicht immer bedeuten, dass es schlecht ist. Das ist ja erstmal nur ein Firmenkonstrukt. Bleiben die Uhrenfirmen dann unabhängig? Ist Omega dann immer noch das Omega, was es vor 50 Jahren war? Teilweise ja und teilweise nein.
Also es gibt Tatsache Uhrenmodelle, die sehr eigenständig sind und auch immer noch eine ganz tolle Qualität haben. Diese Omega Speedmaster, ne? Also diese Uhr, die Die zum Mond ge Moonwatch, ja. genau. Mit Handaufzug und ja. Da muss ich sagen, das ist diese Qualität, die das auch früher hatte und das ist immer noch eine sehr gute Uhr. Aber natürlich gibt In es einem auch. verhältnismäßig erträglichen Preis-Leistungs-Niveau, ne? Die Würde ich kostet sagen. heute 5.500 Euro. Omega gibt zum Beispiel auch große Nachlässe. Weshalb das immer so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt sogar 30, 40% manchmal bei Omega. Und das finde ich für die Uhr okay, vertretbar. Ja, Oder? bin ich dabei, ja. Was ist eine Uhr, bei der es nicht vertretbar wäre, ohne dass du jetzt Angst hast, dass du umgebracht wirst? Also durchaus, da du heute schon den Namen Breitling erwähnt hast. Gut, aber Breitling hat ja mittlerweile ein eigenes Laufwerk, das B01. Da ist dann ein bisschen wieder ausgeglichen und sie arbeiten sehr am Service, habe ich mir sagen lassen. Das war eine lange Zeit nicht so gut, aber immer noch nicht so gut, dass du sagst, man kann zufrieden sein. Also dieses neue Laufwerk, was sie entwickelt haben, ne? Dieses B01, das ist ein Uhrwerk, was noch nicht so gut durchläuft, ja, wo die Kunden schon auch Ärger mit haben. Ich hoffe, ich kann das so frei sagen. Hier darfst du alles sagen. Auch, dass Robert Skopin eine Angeberuhr trägt. Das hast du gesagt. Ich habe das nur gedacht. Da würde ich schon manchmal sagen, nein. Also warum soll jetzt so eine Uhr mit so einem einfachen ETA-Laufwerk, also dieses Rohwerk von der Schweizer Uhrenindustrie, von der Stange, warum soll so eine Uhr 2.500 Euro kosten? Gut, da gibt es natürlich noch viel schlimmere Beispiele. Nehmen wir mal IWC, sehr, sehr teure Uhren, aber die gesamte Mechanik oder die Einzelteile werden ja, glaube ich, sogar aus Glashütte angeliefert. Ist das nicht so? Ja, Und auch ETA-Laufwerke in IWC-Uhren. es gibt Tatsache einfache IWC-Uhren mit diesen Standardlaufwerken. Das ist richtig, was du sagst. Und IWC ist ja im Richemont-Konzern drin. Wo auch Tag Heuer und dann die Nee, anderen Tag zu. Heuer ist LVMH. Das sind Oder ist es Bombessier? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Bombessier, ja. Ne? Und das ist dann auch teilweise wirklich so, dass man da aufs Modell schauen muss, ob die Uhr, ob da sehr viel Eigenenergie drin steckt und man dann sagt, okay, der Preis ist eher vertretbar oder auch Und nicht. dann geht es auch eher ums Design, ne? Und die Absolut. Veredelung. Also IWC ist ja eher eine Veredelungsfirma, Genau. die dann die Teile, die sie bekommt, so zusammensetzt, dass es eine originäre Uhr wird. Genau. Welche IWC gefällt dir gut? Die Portugieser? Es gibt von der Portugieser-Reihe eine mit so einem 8-Tages-Werk, eine Großuhr. Also die Zuschauer wissen ja, ich bin eigentlich fett wie eine Tonne. Das ist der Nachteil von dem Beruf. Und eine Spielzeuguhr passt einfach bei mir nicht. Es muss schon was Großes sein. Wir hören Slave to the Rhythm von Grace Jones und dann reden wir weiter über Uhren. So, Jürgen hat sich eben beschwert, wir würden zu viele Fachbegriffe benutzen und mit Namen um uns schmeißen. Aber das ist ja in der Tat so, dass Uhren heutzutage ein Faible geworden sind. Viele sammeln Uhren. Es ist ungewöhnlich, wenn einer nur eine Uhr hat, sondern man hat dann schon vier, fünf. Manche haben eine ganze Uhrenkiste voll. Die haben so viel Uhren, dass sie sie künstlich bewegen lassen müssen von einem Uhrenbeweger. Also ist es gar nicht so abwegig, dass wir da auch ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben eben vor der Pause über Veredelung von Uhren gesprochen. Und leider müssen wir jetzt wieder, auch wenn Jürgen das nicht mag, auf die Uhren zu sprechen kommen. Welche Firmen bauen Uhren denn ausschließlich selbst, komplett? Was ist eine Manufakturuhr, die von A bis Z von einer Firma hergestellt wurde? Das ist eine ganz schwierige Frage. Glashütte. Bei Glashütte Original, ja, doch, hat man das oft. A. Lange und Söhne auch, Ich doch. glaube, Rolex immer noch, ne? Rolex natürlich, ja. Was für ein Frevel, dass ich das Dass vergessen du habe. es vergessen hast, ja. Ja. Und dann gibt es innerhalb dieser Uhrenmarken zeitlose Modelle. Also du hast eben gesagt, die Daytona oder die Seamaster, das sind so Modellreihen von den Uhrmarken, die über die Jahre hinweg so nur wirklich wenig weiterentwickelt werden. Die Moonwatch soll ja angeblich so aussehen, wie sie in den 60ern aussah, was nicht ganz stimmt. Sie hat jetzt ein anderes Glas und so weiter und so fort. Was bedeutet das? Also wenn jemand sich entscheiden müsste zwischen einer stilvollen Uhr, sportlich, zwischen einer Omega Moonwatch und einer Rolex. Was würdest du sagen? Was ist die klügere Wahl? Nur Geschmackssache oder auch Ausdruck?
Nee, also so darf man da nicht rangehen. Man muss auch ein bisschen nach dem Geldbeutel gucken. Eine gute Uhr ein muss bisschen. Ja nicht. Ein bisschen ist gut. Also eine gute Uhr muss ja jetzt auch nicht teuer sein. Ich fahre sehr gerne Taxe und höre sehr oft diese Frage von Taxifahrern. Und da sage ich immer wieder, eine Seiko. Eine Seiko 5, die Uhr kostet, glaube ich, 150 oder. Also, eine super Uhr. Genau. Mhm. Und das muss nicht teuer sein. Mhm. Die ist sogar automatisch, ne? Die genau. kostet 150 Euro, ja. ist die günstigste automatische Uhr, die es gibt, glaube ich, ne? Ja. Und sieht hervorragend aus, wie eine Rolex eigentlich, mit blauem Ziffernblatt kann man gut tragen. Wirklich tolle Uhren, also danach muss man gar nicht gehen. Da ist sehr viel Prestige, sehr viel Marketing dahinter. Und natürlich gibt es auch Uhren, die das Geld wert sind und die das auch dann brauchen, aber eine gute Uhr muss nicht teuer sein. Was ist die teuerste Uhr, die du kennst? Die teuerste überhaupt? Die teuerste, die ich in den Händen hatte? Oder? Oder die du kennst, also vor der du mal standst und dachtest, meine Güte. Das ist eigentlich diese Rolex Daytona. Echt? Vacheron Constantin? Die neulich versteigert wurde bei Phillips und Bucks für, ich glaube, es waren 17 Millionen Dollar, weil die Paul Newman gehört hat. Für mich ist das absurd, ja, weil es interessiert mich nicht, ob da ein bisschen DNA noch zwischen den Gliedern von Paul Newman dran klebt, aber ja, demjenigen, der es gekauft hat, für den war das auf jeden Fall das Geld wert. Und so eine Vacheron kostet auch schon 500.000, 700.000. Gibt es ne? durchaus. Was macht das denn aus? Warum ist sie so teuer? Naja, das, da gibt es schon, also eine Uhr für so viel Geld, die hat dann auch irgendeine ganz besondere Funktion. Aber die sehen zum Teil so normal aus. Also ich finde auch jetzt Patek Philippe sieht nicht immer protzig aus. Das soll's ja auch nicht. Wenn du wirklich reich bist, ja. Dann willst du das gepflegte Understatement, genau. indem du sagst, meine Uhr ist 700.000 Euro wert. Ja, definitiv. Ist so. Stimmt, ja. Aber wir könnten ja auch noch ein bisschen in der Sendung darüber reden. Es hat ja auch alles so einen geschichtlichen Aspekt. Also ich habe ja auch ein paar Taschenuhren mitgebracht. Genau, schieß mal los. Ein bisschen sowas mit Berlin-Bezug auch. Ja, schieß los. Eine Taschenuhr. Am Ende der Sendung suchen wir dem Jürgen übrigens eine Uhr aus, damit er dann endlich mal eine Uhr hat, okay? Ja, das ist kein Problem. Gut. Das kriegen wir hin. Schieß los. Also hier haben wir zum Beispiel eine Taschenuhr. Ich beschreibe das mal, das ist eine mit einem Band, so eine klassische Taschenuhr, BVG, sind das die Berliner Verkehrsbetriebe? Genau, das hat einen besonderen Grund, warum ich die mitgebracht habe. Sehr schön. Das ist eine Diensttaschenuhr, Tatsache. Mhm. Und öfters mal habe ich die Uhren gekriegt und ich habe auch zwei Stück privat davon, eine hast du jetzt in der Hand und dann habe ich irgendwann mal auch die BVG angeschrieben, warum gab es Diensttaschenuhren? Und ich habe eine ganz interessante Antwort gekriegt. Die Antwort war nämlich, nach dem Krieg haben die Russen alles mitgenommen, was die Leute noch an Uhren besessen haben. Und da die Busfahrer irgendwas brauchten, wo die die Zeit ablesen konnten, haben sie einfach mal in der Schweiz eine große Rutsche Taschenuhren bestellt. Ist die, ist das ein Schweizer Fabrikat? Das ist Tatsache ein Uhrwerk von Alpina. Ah, okay. Sehr hochwertiges Uhrwerk. Ja. Und die sieht toll aus, hat ein ganz einfaches, schlichtes Ziffernblatt mit Zahlen von 1 bis 12 und unten nochmal einen kleinen Sekundenziffernblatt. Genau. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr. Von wann ist die? Die Uhr ist so vom Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er Jahre. Sieht gar nicht so alt aus, also könnte man heute durchaus auch tragen. Ist eine absolut zeitlose Uhr. Stimmt das, dass manche Uhren von den Armaturen von Autos abgeguckt sind, also in Anlehnung an Armaturen? Definitiv. Ja, auch Flugzeug, also Fliegeruhren sehen ja aus wie Armaturen von Flugzeugen. Ja gut, das hatte was mit der Ablesbarkeit zu tun. Mhm. Die Uhren sollten nachts gut leuchten, die sollten sehr klar ablesbar sein. Da muss man übrigens auch aufpassen, wenn man Uhrensammler ist und sich eine alte Fliegeruhr guckt, ruhig auch mal einen Geigerzähler ranhalten, weil das ist immer noch am Strahlen. Ja, ich nehme jetzt mal eine andere Uhr hier. So, jetzt haben wir noch eine Taschenuhr. Das ist eine Stoppuhr, das ist auch ein besonderes Stück Berliner Geschichte, das war mir auch wichtig, das mitzubringen. Das ist eine Stoppuhr aus dem Hause Ludwig Simon. Das war ein Uhrmacher unter den Linden. Ja, darf ich mal deinen Okular kurz ja, haben? Ja, natürlich. Ich mal da mit drauf gucke. Du hast nämlich Gott sei Dank eins mitgebracht. Da sieht man deutlich. Oh ja. Oh ja, sehr schön. Mhm. Also, warum habe ich jetzt diese Stoppuhr mitgebracht mit dem Schriftzug? Dieser Uhrmacher Ludwig Simon, das war ein Jude. Mhm. Der unter den Linden sein Geschäft hatte. Das war ein sehr renommiertes Geschäft. Er war sogar der Hoflieferant vom Königshaus von Ungarn. Und er ist 1938 ins KZ gebracht worden und wurde umgebracht. Und
circa ein halbes Jahr später, genau an der gleichen Stelle, wurde der Laden neu eröffnet mit einem deutschen Besitzer. Und also enteignet sozusagen. Enteignet, mhm. Und er wurde umgebracht. Und wenn du denn Uhrmacher bist und du kriegst halt solche alten Schätze auf den Tisch mit so einem Namen aus Berlin und recherchierst es, da kommt einem schon auch die Gänsehaut auf. Mhm. Also ich wollte auch in der Sendung einfach zeigen, dass es da auch andere Seiten gibt. Es ist also ein Stück Zeitgeschichte. Genau. Das Besondere an dieser Uhr, wenn ich sie mir jetzt anschaue, ist, es ist wieder eine Taschenuhr. Die Aufteilung ist nicht von 1 bis 12, sondern es ist nach Sekunden aufgeteilt. Genau, es ist eine Stoppuhr, also genau. Für sportliche Zwecke gewesen. Und dann haben wir aber noch eine andere, das sind von 3 bis 30, da geht es dann um die Minuten, genau. Wahrscheinlich. Genau, ne? Kann man also bis zu einer halben Stunde die Uhrzeit. Also so eine Art Chronograph schon. In seiner Urform. Ja, es ist einfach nur eine Stoppuhr. Chronograph ist ja so eine Art Zusatzfunktion in einer normalen Uhr. Ja. Und das ist eine Stoppuhr. So, ganz jetzt banal. Haben wir noch eine Taschenuhr hier, die hat jetzt ein goldenes Zifferblatt. Ich muss mal gucken, wer das ist. Auch eine Berliner Uhr von den Gebrüdern. Gebrüder Bill. Aha. Eine Uhr in so einem Gehäuse, was schwarz-weiß ist. Wow, ja. Also das nennt sich Tula-Silber oder Nilo, sagen auch die Italiener dazu. Ja. Die Uhr habe ich mitgebracht, weil das irgendwie so eine Charakteristik auch von einem Kabarettisten für mich widerspiegelt, nicht? Also dieses super Ernste, aber auch dieses super Witzige, dieses Schwarz-Weiß. Ja, tatsächlich hat es sehr viel Spiel und übrigens alle Uhren, die du mitgebracht hast, ticken ganz fleißig. Die sind also top in Schuss. Das ist erstaunlich dafür, dass die so alt sind. Jürgen sagt, wir müssen Musik hören. Ich gucke mir die Uhr derweil nochmal an. Aber nein, hören wir von Kummer. Und schön, Philipp, dass du hier bist. Philipp Nitsche, heute Uhrmachermeister bei mir in der Blauen Stunde. Gleich geht's weiter. Ich hab das schon verstanden. Du bist deiner Zeit zu weit voraus. Aber dann bring deine Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Also die hier sieht ein bisschen älter aus. Ich habe schon wieder eine Taschenuhr in der Hand. Heute bei mir Philipp Nitsche, Uhrmachermeister. Was ist das hier für eine? Weißes Zifferblatt, sehr, sehr schöne Zeiger. Also, liebe Zuhörer, Sie müssen sich das gerade so vorstellen. Es ist ein Hochgenuss, dem Serdar Somuncu zuzusehen, wie er totaler, also mit voller Begeisterung sich diese Sachen anguckt. Das ist wirklich, das hat Spaß gemacht, den weiten Weg auf sich zu nehmen. Ja, das ist schön, dass du da bist. Wie gesagt, ein Thema, das mich interessiert. Aber diese Uhr sieht jetzt ein bisschen älter aus, sieht nach 30er Jahren aus, ne? Die Uhr ist ungefähr aus dem Jahr 1890. Ach. Und das ist eine sehr besondere Uhr für mich, Tatsache. Deswegen habe ich die mitgebracht. Ja. Von Schulfreunden, also aus dem Kindergarten noch. Da war ich öfters mal bei den Großeltern mit dabei. Und in der Küche hing diese Uhr an einem Nagel. Und der Opa von den beiden, der hat immer diese Uhr auch sonntags aufgezogen und damit seinen Opa geehrt. Hat mir auch einmal so ein Bild gezeigt, wo der Opa also mit dieser Taschenuhr und im schönen Jackett zu sehen ist. Hört man die, wenn ich die ans Mikro halte eigentlich? Das weiß ich nicht. Wahnsinn. Ja. Die ist von 1800 wann? 1890. Das gibt's doch gar nicht. Das ist faszinierend. Und die läuft wie am Schnürchen. Ja. Ja gut, ich habe sie jetzt mal gereinigt, damit sie... Wahnsinn. Und dieser Opa ist jedenfalls vor 3 Jahren gestorben. Mhm. Und ich habe die Uhr vererbt bekommen. Und die hat einen ganz besonderen Ehrenplatz bei mir in meiner kleinen Uhrenvitrine. Das ist für mich ein Stück eigener Geschichte, weil das waren immer so so Zündungen, nicht, wo man dann dazu gefunden hat und das Interesse dafür entwickelt hat. Ich habe auch eine Uhr gekauft. Es gibt einen Uhrmacher in Zürich, weiß nicht, ob du den kennst. Der hat so antike Uhren, ganz viele so einzelne, die er dann zusammensetzt. Also es sind so wirklich so Sammelsurien von Uhren eher. Und da habe ich eine entdeckt, und zwar eine Türler. Ich weiß nicht, ob du Türler kennst. Mhm. Die haben die Bahnhofsuhr in Zürich gemacht. Die haben nur eigene Uhren gebaut. Und diese Uhr ist aus meinem Geburtsjahr,
68 und sie war der erste Preis bei einer Segelregatta. Ach cool. Und die habe ich für, ich glaube, 60 Euro oder so gekauft. Also wirklich eine ganz günstige, aber tolle mechanische Uhr, die auch wunderbar läuft. Also Top-Zustand. Gar nichts Spektakuläres, hat, glaube ich, ein 38 mm Ziffernblatt. Also schon einen Tick größer als damals üblich, aber sehr, sehr schicke Uhr. Schöne Uhr. So, jetzt habe ich hier eine und das ist die, die du gebaut hast, nehme ich an. Genau, die ist in Arbeit noch. Die sieht fantastisch aus. Also man sieht keine Ziffern, nein, sondern man sieht nur die Technik der Uhr. Das ist eine Uhr, die skelettiert ist. Die sieht aus wie ein Skelett einer Uhr und da sieht man sehr, sehr schön, wie diese Uhr funktioniert. Ich beschreibe es mal. Also wie du gesagt hast, mehrere Zahnräder und viele Platinen, also so Flächen von Metall, die irgendwie geschliffen zu sein scheinen. Ist das so? Ja, kann man so sagen. Ne? Das sind die Zierschliffe da drauf. Ja. Also wenn man das für die Zuschauer, wenn man jetzt die Uhr so ins Licht hält, ja, und dann so durch verschiedene, durch einen verschiedenen Lichteinfall, oh ja, die Uhr jedes Mal wieder einen ganz anderen, oh ja, ganz anderen Look bekommt, dass das da, dass die Faszination ausmacht. Und dann ist das so wie eine Kabeltrommel, das ist die Feder, schätze ich mal. Genau, ja. Die man aufzieht, die sich dann sozusagen wieder selbst aufwindet und das ist die Zeit, in der die Uhr läuft. Das ist eine Handaufzugsuhr, also genau, man muss schon die Uhr einmal am Tag aufziehen. Ja, was ja kein Problem ist, oder? Das ist ja ein nein, schönes Ritual. Sowieso nicht. Ja, das ist ja eine wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Jetzt hast du die mit einem Lederarmband versehen. Ja. Ist das ein Krokoband? Nein, das ist ein Kalbslederband mit einer Krokoprägung. Und diese Uhr verkaufst du? Ja. Die könnte ich jetzt bei dir kaufen? Die könntest du bei mir kaufen. Was würde die kosten? Die würde 2400 Euro kosten. Und die ist von dir komplett gefertigt? Das Uhrwerk habe ich veredelt. Das ist auch ein altes Ether-Laufwerk. Mhm. Und dort habe ich einige Sachen dran skelettiert und die ganzen Zierschliffe habe ich aufgebracht. Das hat wirklich, wirklich viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, hinten steht was, das muss ich jetzt mal gucken. Berlin. Ach so, das ist auch noch ein, das sind auch noch unterschiedliche Zeitzonen. Nee, Unikat, Handaufzug, 5 Bar, wasserdicht wahrscheinlich. Philipp Nitsche steht auch drauf. Dressman, das ist der Name der Uhr. Genau. Wow, wow. Wirklich, ich bin total beeindruckt. Das hast du komplett gebaut. So, dann haben wir noch zwei, dann sind wir durch. Die nehme ich mir auch mal schnell. Eine sehr flache Nomos. Das hatte der Wipprecht am Arm. Ja, also wir müssen ja, wir dürfen ja nicht so viel auf Uhren eingehen, denke ich mal, sonst wird der Herr König noch sauer. Nö, der hat nichts zu sagen, der soll mal schön die Klappe halten. Die Nomos habe ich mitgebracht. Wenn es nach dem ginge, würden wir den ganzen Tag nur über belegte Brötchen und sonst was reden. Das hat echt was mit dem Volker Wiebrecht zu tun, warum ich die Uhr mitgebracht habe. Ja. Das ist ja jemand, wenn ich ihn all die Jahre ihm zugehört habe, der auch, glaube ich, sehr bewusst lebt. Und so eine Handaufzugsuhr ist ja auch, du hast ja gerade von einem Ritual gesprochen, ne? Also man hat eine Beziehung zu seiner Uhr und zieht die Uhr einmal am Tag auf. Das ist eine sehr schöne, sehr elegante Uhr, die auch ein bisschen empfindlich ist, aber trotzdem, die hat ein sehr schönes Aussehen und passt auch immer gut unter einen Anzug. Hm. Und da diese Uhr so gut zu ihm passt, und das ist dir ja auch damals bei dem Parkfest so gut aufgefallen, hab ich gedacht, okay, ich bringe heute nochmal eine Nomos mit. Sehr schön. So, und jetzt hast du meine Uhr, das ist die letzte, die wir uns angucken, beziehungsweise das ist noch was anderes. Das ist jetzt meine neue, das ist die Omega Seamaster, ein richtig fettes Teil. Ja, wir haben natürlich auf Arbeit so ein bisschen geknobelt, ne? Ja, sehr da so Mundschuh, was bringt man dem für eine Uhr mit, ja? Das muss schon eine Uhr sein, womit er auch gut jemanden verprügeln kann, habe ich mir so gedacht, ja? Da kann man jemanden mit totschlagen. Ja, da kannst du auch gut als Schlagring benutzen. So, diese Uhr ist eine Taucheruhr und die hat eine Lünette und das musst du jetzt auch den Zuhörern und mir erklären. Eine Taucheruhr ist ja dafür da, dass der Taucher weiß, wie lange er unter Wasser ist. Genau. Und dann hat sie noch eine dritte Krone, das ist, glaube ich, die Stickstoffkrone. Das sogenannte Heliumventil. Das Heliumventil, das dafür da ist, dass wenn man wieder aus dem Wasser kommt, was passiert? Na, man kann ja auch unter so einer Heliumglocke tauchen. Mhm. Und das dringt wohl gut in die Uhr ein. Und dann, wenn man wieder auftaucht oder wenn man oben ist, muss man das auch rauslassen. Mhm. Sonst kann es ja passieren, dass ein Überdruck in der Uhr entsteht und einem das Glas entgegenkommt. Mhm. Jetzt ist Omega, hat ein Patent auf das Koaxiallaufwerk. Genau. Das musst du uns vor der nächsten Musik, kriegst du es erklärt noch? Das ist ein gegenläufiges Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja Dinge, die das Räderwerk daran hindern, frei abzulaufen, die sogenannte Hemmung. Und Koaxial ist einfach nur eine Art der Hemmung, die von einem Engländer erfunden wurde. Ich sage auch sehr gerne Kloaxialhemmung dazu, weil es echt beschissen zu ölen.
Wenn ich einen Magneten an diese Uhr halte und sie hätte... Passiert nichts. Bei dieser Uhr nicht, aber Nein. bei einer Uhr, die das nicht hat. Also was schützt diese Uhr vor dem Magneten? Die Materialien, die in der Uhr verwendet wurden, Tatsache. Mhm. Denn ein Magnet ist ja eine Gefahr für eine Uhr, ne? Absolut, die kann dadurch auch mal schnell ganz falsch laufen. Mhm. Kommen wir gleich drauf. Schön, dass du da bist, Philipp. Wir reden gleich mit dir weiter über Uhren. Jetzt haben wir ein paar Modelle uns angeguckt. Gleich gehen wir wieder ins Verkaufsgespräch. Dinge, Dinge von Deichkind hier in der Blauen Stunde heute. Philipp Nitsche, Uhrmacher Meister. Philipp Nitsche ist immer noch bei mir im Studio. Wir reden über Uhren. Der ein oder andere wird sich darüber freuen, besonders mein liebster Freund Lukas Gregorowitsch, der auch ein großer Uhrenfan ist. Vielleicht werden die anderen jetzt ein bisschen ihr Fable entdecken. Aber Uhren sind immer noch Männersache. Kann man das so sagen? Nein, überhaupt nicht. Warum tragen Frauen so selten mechanische Uhren? Warum ist das Frauen egal? Warum kaufen sie sich für 299 Euro lieber eine Armani-Damenuhr, statt darauf zu achten, für 150 Euro sich eine gute mechanische Uhr zu kaufen? Naja, denen ist das manchmal einfach mit der Bedienung zu kompliziert. Die sind dann wirklich genervt, wenn sie da irgendwas aufziehen sollen und einstellen sollen. Und dann sollte es eine Quarzuhr sein. Sie lassen sich da die Batterie einlegen und dann ist Ruhe. Aber, kann man das so sagen? Kann man das so wirklich so simpel sagen? Es ist teilweise ganz simpel und teilweise auch genau das Gegenteil. Ich hatte schon mal eine Kundin, die hat sich eine Taschenuhr von mir bauen lassen. Auch eine richtig, eine Chefin, ja, also die sehr viele Mitarbeiter unter sich hat, und das ist genau das Gegenteil. Es gibt sehr viele Damen, die auch wirklich wunderschöne und sehr teure Uhren tragen. Das ist ein neuerer Trend aber, oder? Absolut, ja. Also noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Es gibt natürlich immer Leute, die Uhren schätzen und auch Wert drauf legen, dass es gute Uhren sind. Aber jetzt kommt, glaube ich, gerade die Welle, wo auch die Uhrenhersteller immer bessere Uhren für Damen anbieten. Omega ist wieder so ein Beispiel. Ne? Ja, das ist definitiv so. Es gab immer auch sehr hochwertige Damenuhren. Mhm. Aber die waren immer natürlich im Gegensatz zu dem Herrensortiment stiefmütterlich so in der Ecke zu finden. Das hat, aber da gibt es auf jeden Fall ein Umdenken, bin ich auch der Meinung. Mythos Wiederverkaufswert, kann man darauf zu sprechen. Das ist ja wirklich ein Mythos, weil die meisten Leute denken, ich muss nur eine teure Uhr kaufen und 10 Jahre warten, dann ist die das Doppelte wert. In der Tat ist das aber nicht der Fall. Viele Uhren verlieren an Wert, wenige gewinnen an Wert. Ist das so? Das ist definitiv so. Da sagst du was ganz Wichtiges. Man sollte sich eine Uhr nicht als Wertanlage kaufen. Auch wenn es viele anders behaupten. Das Einzige, wo das sehr wertstabil ist, ist Tatsache gängige Modelle von Rolex. Mhm. Da ist das eine Ausnahmeregel. Weil die Marke so beliebt ist und dann aber auch wieder so teuer, dass man sich eine neue nicht leisten kann und dann auf eine gebrauchte zurückgreift. Aber es gibt auch genug Leute, die sich die ja durchaus in Neukauf kaufen wollen, aber die haben ja sehr lange Wartelisten. Man wartet ja mitunter 3-4 Jahre auf so eine Uhr, wenn man sich die neu bestellen. Man muss ja auch Uhren manchmal beantragen, ne? Also ja, bei Patek Rolex zum Beispiel, ist das, oder ja, bei Patek auch. Ja. Da muss man einen Antrag auf eine Uhr stellen. Ja, das ist richtig abgedreht. Ja. Die Schweizer machen es richtig. Ja. Ist das, also ich weiß, dass die Schweiz ja mittlerweile auch sehr davon profitiert, dass viele sehr reiche Chinesen und Inder in die Schweiz reisen, um Uhren zu kaufen. Ist das ein Markt, den man reglementieren müsste? Sagst du als Uhrmachermeister, das ist alles so frei, auch in der Preisgestaltung, da müsste eigentlich jemand kommen und sagen, bis hierhin und nicht weiter? Das nicht unbedingt, aber ein großes Problem, was von den großen Konzernen ausgeht, ist Tatsache die Ersatzteilversorgung. Also auch für die kleineren Uhrmacher. Und da kannst du dann als kleinerer Uhrmachermeister nicht immer gewährleisten, dass du auch für den Kunden die Uhr überholen kannst. Und das müsste reglementiert werden. Da müsste man sagen, nein, also so geht das nicht. Aber ist es, was die Preise der Uhren angeht, nicht manchmal schon fast pervers, wenn du siehst, was so eine Uhr kosten kann und was letztendlich der reale Wert dieser Uhr ist? Und es gibt ja auch noch nicht mal eine Einheit. Also mittlerweile ja, haben wir eben gesagt, zum Beispiel die Moonwatch, die kostet so im Schnitt immer 5.000 bis 5.500 Euro. Aber die Margen, die die Händler einbauen, sind ja auch extrem hoch. Und das ist ja ein Markt, bei dem es ja gar keine Regel gibt, oder? Was die Preisgestaltung angeht, nicht, nein. Das, ich habe ja anfangs gesagt, das ist teilweise so verrückt wie der Kunstmarkt. Und das ist so. Ja.
Und das heißt, ich höre gerade, irgendjemand schreit draußen. Jürgen schreit, weil das Thema ihn nicht interessiert. Ach, du, er hat geschrien oder gehustet. Was hast du gemacht, Jürgen? Ich war husten, ja. Na, wir waren bei der Preisgestaltung bei Wiederverkaufswert. Was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Uhr habe? Also erstmal, bevor ich eine Uhr kaufe. Ich komme zu dir und wir führen mal ein Verkaufsgespräch. Ja. Guten Tag, ich hätte gerne eine Uhr. Dann sagst du mir, was als erstes? Was ist Ihr Stil? Was hätten Sie, also was macht Sie aus? Ich versuche schon, etwas von der Persönlichkeit des Kunden dann zu erfahren. Sportlich elegant. Ja, da würde ich dir natürlich schon gleich zu der Patek Philippe Nautilus raten, weil die 40 Scheine kostet und ich natürlich dann eine schicke Provision einstreichen kann. Also, nein, Spaß beiseite, da würde ich schon ein bisschen mehr fragen, ja. Ein bisschen horchen. Meistens lässt man ja die Kunden auf sich zukommen, weil die ja schon sich ein bisschen eingelesen haben und auf Internetseiten informiert haben. Würdest du einem Versicherungs- oder sagen wir mal so jemandem, der in einem seriösen Unternehmen arbeitet, davon abraten, sich eine zu protzige Uhr zu kaufen? Nein, wieso? Das. Weil es Neid weckt? Also wenn zum Beispiel jetzt der Skupin, sagen wir mal, ne? Wenn der hier jetzt eine Uhr für 500.000 Euro am Arm hätte, da wird doch jemand wie der Jürgen sagen, ey, ich verdiene hier noch nicht mal ein Hundertstel dessen und du protzt hier mit der Uhr rum. Aber die meisten sehen das doch gar nicht. Der hat das dann unter seinem Ärmelkragen und... Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du ein Arschloch bist und das jedem zeigen musst und sagen musst, dass die Uhr so viel wie ein Einfamilienhaus gekauft hast, also gekostet hat. Ne? Also ich muss dir mal eine Story erzählen. Ich habe mir mal nach Natur, dachte ich so, komm, jetzt belohne ich mich mal. Da habe ich gut verdient. Da habe ich mir eine, weil ich erkläre dir warum, ich habe zuvor im Flugzeug Wolfgang Job getroffen. Und Job hatte eine Uhr an, die war... außerirdisch. Also sie war komplett von Brillanten und rosa Gold und was weiß ich. Und ich, Idiot, dachte, naja, wenn der Job, der hat doch Stil, wenn der so eine Uhr trägt, dann kaufe ich mir jetzt eine goldene Rolex Daytona mit Diamanten. Ja. Und dann habe ich mein ganzes Geld zusammengekratzt und auch so ein Perlmutt-Ziffernblatt und so. Also die mega Zuhälteruhr. Ja. Und ich habe die kein einziges Mal getragen, weil ich totalen Schiss hatte, A, damit überhaupt rauszugehen und B, immer, das war so peinlich, wenn jemand diese Uhr gesehen hat, sah es aus wie so 50 Cent, weißt du? Oder Leute, die sich einen Lamborghini in Camouflage kaufen. Ja, geil. Naja, du musst dann schon auch die Eier haben, um so eine Uhr zu tragen, ganz klar, oder? Die muss man dann haben, oder? Ja, also, gut, dass du diese Frage stellst. Ja, aber was? Wer hat die Eier und warum hat er die? Oder hat er vielleicht keine Eier und trägt die deswegen? Gibt es auch. Also es gibt ja auch Leute, die eine Uhr tragen, weil sie denken, sie können damit besser eine Frau ins Bett kriegen oder so. Ist völliger Schwachsinn. Aber wenn du sagst, es schmückt dich und du hast jetzt, du gehst auf eine schöne Hochzeit und du möchtest eine Uhr für ein paar hunderttausend Euro tragen, warum nicht? Also ich würde da ganz stolz die Uhr, aber ohne das jetzt jedem auf die Nase zu binden, tragen. Ist doch wurscht. The Doobop Song von Miles Davis. Hey, wow. Ist das deine Wahl? Naja, sicher. Na, was für ein guter Musikgeschmack. Nicht nur ein guter Uhrenmacher, Meister, auch noch ein guter Musikgeschmack. Philipp Nitsche ist der Mann, der hier bei mir im Studio sitzt. Und gleich reden wir nochmal über Uhren. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Easy Mo B war das, ne? Glaube ich. Der Duba-Song von Miles Davis. Mhm, genau, und Easy Mo B ist der Rapper. Der trägt, das kann sein. Trägt wahrscheinlich auch so eine Zuhälteruhr. Manche Leute leisten sich Uhren, leihen sich Uhren, weil sie sich Uhren nicht leisten können. Das gibt's auch. Gibt's das auch bei dir? Das gibt's bei uns nicht, nein. Aber es gibt's, ne? Ich habe es gesehen, auf der Kö in Düsseldorf kannst du dir für einen Tag eine fette Rolex oder was auch immer leihen, damit es so aussieht, als hättest du diese Uhr. Ja, aber finde ich doof. Ist doof, oder? Ja, ist total doof. Findest du es moralisch vertretbar, viel Geld für eine Uhr zu zahlen? Na sicherlich, ich lebe davon. Ich muss das moralisch vertretbar finden. Du es verstehen, wenn Leute das dekadent finden, wenn die sagen, boah, 10.000 Euro für eine Uhr, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja, natürlich. Also je nach Lebenswandel und was man so für Prioritäten hat, ist das völlig okay, dass man auch mal sagt, das ist irgendwie krank. Musst du dich da manchmal rechtfertigen? Ja. Was sagen die Leute? Was ist die Kritik an deinem Job? Du beutest Leute aus? Nein, also ich bin ja ein Handwerker, ich verdiene jetzt auch keine Millionen, so ist es nicht.
Aber Tatsache ist, das oft eine Rechtfertigung in die Richtung, braucht man das überhaupt noch? Das ist doch eigentlich nicht mehr notwendig. Komischerweise ist das bei Autos nicht so, ne? Die nee. Leute fahren Autos für 80, 90, 100.000 Euro. Sie könnten auch ein Auto fahren für 10.000 Euro. Aber da ist es klar, mit allen Extras drum und dran, ja. Sonst ist das kein Auto. Definitiv. Hm. Ja. Wenn du als Uhrmacher auch gerne mal einen Preis für eine Reparatur unterbreitest und die Leute fast einen Herzinfarkt kriegen, da ärgere ich mich auch oft, ja, weil die kommen dann mit einem dicken Auto vorgefahren, ja, da kostet die Inspektion schon dreimal so viel, was soll die Scharade, ja, also. Also geht's nicht nur, also wir haben festgestellt, natürlich geht's auch um die Technik. Eine Uhr muss irgendwie auch eine Technik haben, die den Preis rechtfertigt. Ja, eine Armbanduhr. Aber es geht auch um den Bezug, den man zu dieser Uhr hat. Dafür muss die Uhr nicht teuer sein. Es geht darum, dass die Uhr auch ein Statussymbol sein darf, ein dezentes, sodass Ahnungslose nicht merken, wie teuer sie ist und Leute, die Ahnung haben, wissen, dass sie teurer ist, als man denken könnte. Das ist eine Gratwanderung. Ja. Und am Ende muss es auch noch irgendwie zu dem Menschen passen. Also definitiv. Es muss den Stil des Menschen verkörpern. Du trägst zum Beispiel eine Fliegeruhr, eine sehr schlichte mit großen Ziffern. Ich habe sie für eine Zeno gehalten. Das ist eine Basler Uhrenmarke. Was ist das, was du hast? Also ich trage eine Hamilton, das ist jetzt eine einfache Arbeitsuhr. Die hat ungefähr 500 Euro gekostet. Die hat ein sehr gutes Laufwerk und das reicht mir. Ja. Checkst du das Laufwerk, wenn du die Uhr kaufst? Definitiv. Machst du die auf? Ja. Und dann guckst du in der Uhr sozusagen in den Bauch? Ja. Und was ist das Gute an diesem Laufwerk bei der Hamilton? Das ist ein ehemaliges Taschenuhrwerk. Das ist so groß wie ein Traktor für einen Uhrmacher. Und das hält auch so ewig wie ein Traktor und ich will was Pflegeleichtes haben. Ne? Das Design ist dir egal? Das Design ist mir nicht egal, sie muss gut ablesbar sein, sie muss auch geradlinig sein, ich bin auch ein geradliniger Mensch und das unterstreicht mich auch, ganz klar. Das ist mir bei mir aufgefallen, je älter ich werde, desto schlichter werden die Uhren, die ich trage. Am Anfang will man protzige Uhren haben, möglichst vieles Spiel im Zifferblatt und viele Knöpfe, am schlimmsten, ich weiß nicht, ob du die Citizen Eco Drive kennst. Ja. Wo man gar nicht mehr sehen kann, wie spät es ist, weil so viel Extras drauf sind. Und je älter man wird, desto schlichter wird es. Ist das ein Trend, der nur bei mir stattfindet? Nein, das ist auch sehr schön, dass du das Thema ansprichst, weil das verschafft mir eine Brücke, um noch ein anderes Thema anzusprechen. Dieses Älterwerden und bewusster Leben, was sich in den Armbanduhren, die man trägt, widerspiegelt. Aber ich habe auch oft Kunden, die dann anfangen, Erbstücke instand setzen zu lassen. Also zum Beispiel eine Standuhr, die in Familienbesitz ist seit 100 Jahren und die dann mal wiederbelebt wird. Das hatte ich neulich. Ein Ehepaar, was direkt neben dem BND wohnt. Dort habe ich die Standuhr instand gesetzt. Die war wirklich, solange diese junge Frau gelebt hat, nie funktionsfähig. Das war total schön, ne? Diese Uhr wieder. Ist eine Uhr auch ein Symbol, ein philosophisches Symbol dafür, dass der Mensch versucht, die Unendlichkeit in messbare Einheiten einzuteilen? Die Uhr ist für mich ein Symbol dafür, dass jede Sekunde, die man gelebt hat, gerade vergangen ist und nie wiederkommt. Und jedes Ticken ist auch ein Ticken für einen selbst, ja. Man soll sein Leben leben und das nicht einfach abfließen lassen. Gibt's eine Lebensuhr für dich? Ja, durchaus. Ist die im Inneren oder hast du die am Arm? Die ist im Inneren. Und wie tickt die bei dir? Gleichmäßig? Manchmal schneller, manchmal langsamer? Naja, gut, jedes Leben tickt ja mal schneller, mal langsamer. Aber man macht sich ab und zu mal Gedanken, um sich selber wieder einzunorden und auf die Spur zu bringen, sozusagen, nicht? Und also ist das Beherrschen der Unruhe auch eine Art Meditation? Definitiv, ja. Ist dein Job ein meditativer Job? Absolut. Das heißt, du sitzt in deiner Werkstatt, es hörst irgendwo ein leises Ticken und ja, du beherrschst sozusagen die Zeit. Das ist sehr schön gesagt und das stimmt auch. Deswegen sind übrigens so viele Uhrmacher auch so nachtaktiv, weil die nachts ihre Ruhe haben, um an irgendwas Komplizierten zu arbeiten und ihnen keiner auf den Sack geht. Und die Arbeit an der Miniatur, ist das auch eine Art Konzentration auf das Wesentliche? Definitiv, ja. Bist du prinzipiell ein Mensch, der puritanisch, puristisch denkt oder bist du nur im Uhrenfach so?
Nein, nein, nicht immer. Also es kann auch mal ausschweifend sein. Sonst wäre ich ja nicht so fett wie eine Tonne zum Beispiel, ne? Also man muss man, das ist ganz unterschiedlich. Hat deine Körperfülle was mit der Uhrenarbeit zu tun? Ja, eine Zeit lang hatte das. Du sitzt ja sehr viel als Uhrmacher. Und da muss man dann dagegen steuern, nicht? Und muss dann sich auch drum kümmern, irgendwann sagen, Mensch, was, da hast du aber jetzt einen Fehler gemacht, musst du mal zum Arzt und dich mit der Krankenkasse warnen und auch wirklich darum kümmern, dass du da durchkommst. Langeweile, Feeling B hören wir noch und dann haben wir noch einen Take. Ich finde, es wird immer spannender. Philipp Nitsche, Uhrmachermeister bei mir in der Blauen Stunde. Anton war ein Philipp Nitsche heute bei mir im Studio, wir reden über Uhren. Philipp, es gibt zwei Bewegungen. Die eine ist, dass die Uhrzeit immer unwichtiger zu werden scheint und viele andere Geräte uns die Uhren abnehmen, das Zeitmessen. Und die andere Bewegung ist, dass wir immer mehr Wert auf Symbole legen, die, erstmal offiziell Zeitmesser sind, aber diese gar nicht mehr brauchen, um wirklich die Zeit zu messen. Guckst du auf eine Uhr, um zu wissen, wie spät es ist? Definitiv, ja. Wie oft? Bei Uhrmachen ist es ja wie mit Fensterputzern. Beim Fensterputzer sind die Scheiben dreckig und ich bin jemand, der sehr gerne zu spät kommt. Mein Chef wird an dieser Stelle sicherlich lachen. Und da gucke ich natürlich öfters mal nervös auf die Uhr, wenn ich zu spät bin. Also ist das Handy heute nicht die bessere Uhr? Genauer? Naja, nicht unbedingt. Ja. Je nachdem, wo sich das einwählt oder ob es gerade keinen Internetzugang hat, kann es ja auch mal nach dem Mond gehen. Durchaus, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ist denn die Uhr, die öffentliche Uhr, die es ja jetzt auch nicht mehr so gibt wie früher, wie oft kommt das heute noch vor, dass du jemanden auf der Straße fragst, wie spät es ist? Wahrscheinlich kaum, oder? In meiner Kindheit war es noch üblich, dass man gesagt hat, Entschuldigung, wie spät es ist. Das ist sehr schön, dass du dieses Thema mit den öffentlichen Uhren ansprichst. Da muss ich nämlich auch den Berlinern sagen, guckt euch mal um. Es gibt sehr viele öffentliche Uhren noch in Berlin und sehr viele davon sind auch noch mechanisch. Also ein einfaches Beispiel, Otto-Suhr-Allee, das Rathaus Charlottenburg. Wenn man dort unten vom Turm die Tür aufschließt, dann hört man das Ticken. Das ist ein riesiges Uhrwerk, was hinter den Zifferblättern steckt, immer noch. Es ist fast 100 Jahre alt. Ich musste als Lehrling da reinklettern, um das zu putzen. Und das sollte einem auch bewusst sein, ja? Diesen Wert der öffentlichen Uhr. Ja, weil es ja auch eine wunderbare Tradition ist. Ja. Also wenn du zum Beispiel am Bahnhof in Zürich oder wo es auch immer schöne Bahnhofsuhren gibt, im Zug sitzt und du siehst, wie die Uhr, der Zeiger sich langsam bewegt und dann Punkt 12 der Uhr, die der Zug losfährt, hat das ja was sehr Archaisches. Also ist ja was sehr. Geht aber auch nur in der Schweiz, ne? In Deutschland kannst du es vergessen. In der Schweiz sind Züge immer pünktlich, komischerweise, und sie fahren nie schnell. Das ist ganz seltsam. Die Schweizer haben es raus mit der Zeit, ne? Definitiv. Ja. Also gibt's neben dem, was wir eben dem Psychologischen, dem Persönlichen erwähnt haben, natürlich auch etwas Allgemeines, Gesellschaftliches, was die Bedeutung der Uhr so groß sein lässt. Glaubst du, das wird sich halten in Zukunft? Davon bin ich überzeugt. Ja? Wir leben immer noch in einer Zeit, wo man auch seinen Kindern durchaus Werte vermittelt. Nicht immer durch das Gerede oder dass man was sagt, sondern auch einfach durch das Auftreten. Und das wird sich auch noch eine Weile erhalten. Und wäre das, hast du Kinder? Nee, leider nicht, hätte ich gerne. Wäre das ein Geschenk, das ein Kind sozusagen wieder wegbringt von diesem übertechnisierten Denken, Smartphone, alles ist digital, hinzu, guck mal, da ist ein mechanisches Ding. Das kann etwas ganz Elementares, nämlich dir die Zeit anzeigen. Wäre das eine Idee, um wieder zurückzugehen in einfacheres Denken? Da möchte ich ein bisschen einfacher rangehen. Ich würde sagen, es ist ganz wichtig, dass man seinen Kindern für irgendwas ein Interesse gibt oder für irgendetwas ein Interesse weckt. Das kann auch einfach sein, dass ein Vater mit seinem Sohn einen Tisch baut oder ein Boot restauriert oder an einem Auto rumschraubt. Das muss jetzt nicht die Uhr sein, aber das wäre sehr wichtig, gerade für die Jugend heute. Wir haben ja zum Beispiel im Handwerk einen enormen Nachwuchsmangel, generell, weil so viele junge Leute da ziellos durch die Gegend rennen. Und da muss es wieder hinkommen in diesem Land, dass man Interessen weckt und jeder auch ein Interesse für sich findet. Ich hatte eine ganz besondere Geschichte mit Uhren, die erzähle ich dir noch schnell.
Ich bin mit meinem Vater damals, da war ich glaube ich 10, zum örtlichen Juwelier gegangen an meinem Geburtstag. Und mein Vater wollte mir eine Uhr kaufen. Und der Juwelier hat uns eine Uhr ausgesucht, war eine relativ schlichte Uhr, nichts Teures. Und diese Uhr habe ich geliebt. Die habe ich wirklich über alles geliebt und habe sie sehr stolz getragen. Und irgendwann, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, das war kurze Zeit später, durfte ich keine Uhren mehr tragen. Oder es ging einfach nicht. Schlagzeug spielen und Uhr tragen ist, manche machen's, aber ich wollte das nicht und ich sollte das auch nicht. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit, in der ich Schlagzeug gespielt habe, was etwa so 20, 25 Jahre war, keine Uhr getragen. War für mich immer ein Tabu. Und irgendwann, da hatte ich mein Examen, habe auch nicht mehr so viel geübt, war ich in Davos und bin in den Uhrenladen und habe gesagt, ich kaufe mir heute eine Uhr. Weil cool. Ich möchte wieder eine Uhr am Arm haben. Und es war, glaube ich, eine Tissot, eine PSR, also eine ganz normale, gute Tissot. Und seitdem habe ich diesen Fable sozusagen für mich wiederentdeckt. Ich bin total glücklich, weil ich das als Kind schon hatte. Also es ist sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte. Mir persönlich ist es manchmal zu viel. Also wenn ich sehe, was für Uhren Leute tragen. Also deine Omega in allen Ehren, mir wäre die zu protzig. Wobei ich glaube, das ist eine tolle Uhr ist. Was würde die kosten? Etwa 5.000 Euro. Jetzt will ich nicht sagen, das geht, das ist viel Geld, aber es ist eine sehr, sehr schöne Uhr und die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Wie viel Nachlass würdest du mir geben? Da müsste ich mit meinem Chef reden, aber sicherlich sind da 10-20%. 10-20%, also da muss schon ein bisschen mehr bei rumspringen. Würdest du mir die dann direkt hier lassen, wenn ich sie jetzt bar bezahle? Nee, die müssten wir die schon nochmal aufarbeiten, die ist ja total verschrapelt, ne? Ach, das ist eine gebrauchte? Ja. Ja, nee, dann möchte ich die Hälfte nur zahlen. Also, eine gebrauchte und 10% Nachlass, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Nein, ich habe ja eine schöne Uhr dabei. Philipp, das ist gut. Bist du jetzt in der Weihnachtszeit gefordert? Kaufen viele Leute jetzt Uhren? Weihnachten ist Krieg für Uhrmacher. Warum ist es Krieg? Weil die Leute völlig am Durchdrehen sind. Männer, die nicht wissen, was sie ihren Frauen kaufen sollen. Und dann musst du da in Windeseile noch irgendwelche Cartier-Damen-Uhren wiederbeleben. Wir haben auch manchmal so Uhren aus den 80er Jahren oder sowas, nicht, die man dann wieder herrichten muss. Und das ist immer Krieg. Das ist die Zeit, wo du wirklich auf Knopfdruck parat sein musst. So, zum Schluss, was kaufen wir dem Jürgen für eine Uhr? Ich sag mal, ich sag dir mal die Kriterien, ne? Ich bin sozusagen auf der Suche nach einem Geschenk für Jürgen. Ja. Ich habe da einen Redakteur, der ist gut gebaut. Übrigens sehr sympathischer Mann. Sehr sympathischer Mann, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, Stil hat er auch. Also er ist auf jeden Fall ein gemütlicher Typ, jetzt nicht unbedingt der sportlichste, aber er ist jetzt auch nicht überelegant. Sie sind Taschenuhrenträger. Doch. Na, wir wollen doch einer, der soll doch am Handgelenk, damit er dem Skupin zeigt, dass er sich von dem nichts bieten lässt. Ach so. Skupin soll neidisch auf die Uhr von Jürgen sein. Ah. So. Ganz schwierig. Eine Sinn, damit wir dem Skupin zeigen, wir sind auf Augenhöhe, wäre natürlich auch cool, oder? Die Frankfurter Bahnhofsuhr. Aber dieses Sinn ist doch viel zu verspielt. Das ist doch so ein eleganter Mensch, dein Redakteur. Also das muss doch eine Uhr mit so einem weißen Zifferblatt. Lass Schäuble und Söhne sagen, die du nicht kanntest. Okay. Dann stellen wir ihm das zusammen oder du baust ihm eine. Machst du das? Ja, ich baue ihm eine. Das machen wir. Kannst du bis 100 Euro eine Uhr bauen? Mehr verdiene ich hier nicht. Ich mach dir ein Angebot. Bitte, 400 ja. Euro? Ja. Da habe ich zwar kaum was dran verdient, aber dann habe ich mal für Zelda so Mund schon Uhr gebaut. Das okay, 250, was. Mein letztes Wort. Okay, Hand drauf. 250? Ja. Ey, das hat Jürgen hat's gesehen. Mega. Ja. Aber wir dürfen uns aussuchen, welche. Ob Stahlband oder was auch immer. Goldenes Zifferblatt, Diamanten. Nein. Hey, das ist ein Deal. Machen wir. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Da müssen wir aber auch dann ein Bild für die Zuhörer machen. Und Jürgen muss die tragen. Ja, definitiv. So, das war's. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Danke, hat irrsinnigen Bock gemacht. Ja, mir auch. Und viele Grüße an alle da draußen. Lukas, diese Sendung war für dich. Bis bald. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder in der Blauen Stunde. Radio 1. Nur für Erwachsene.